Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit einem neuen Video und zwar Scare Ritual. Ja, der Guschi war lange nicht mehr am Start, ich glaube circa 4 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Das Ding habe ich wieder zufällig auf Steam entdeckt. Also es ist eine Demo-Version, Entwickler weiß ich jetzt gar nicht, muss ich nochmal verlinken. Es ist wirklich spontan das Ganze hier heute. Und ich habe ein bisschen reingespielt. Man kann das, glaube ich, hier sehen im Profil. Ich habe schon 10.650 saftige IP verdient hier, der Sergeant Gustav. Muss euch deswegen vorwarnen, das spielt sich nicht ganz so toll. Ich habe hier die Grafik, obwohl es eine Demo-Version ist, sollte es eigentlich besser laufen. Habe sie trotzdem einfach mal hier auf niedrig gestellt. Und das ist alles aus. Hier ein bisschen was an. Spielt das Ganze sogar auf 59 Frames, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und es hat trotzdem Minirug da drin. Warum auch immer, weiß ich nicht. Vielleicht, weil es eine Demo-Version ist, man weiß es nicht, man munkelt. Ja. Worum geht's hier? Das ist ein 4-Leute-Koop-Shooter, Metzel-Shooter, nenne ich mal das Ding. Und worum es jetzt wirklich geht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich die Demo vielleicht mal ausgiebig spiele, vielleicht nochmal eine Folge 2 raushaue. Und mir geht es erstmal ums Gameplay. Es wird ein bisschen gemetzelt, es wird ein bisschen geballert hier. Und ja, wir haben hier einmal unser Profil. Wir können neue Masken verdienen. Das ist schon mal sehr cool. Der lachende Polizist, Taucherhelm, Isaac und hast du nicht gesehen? Abraham haben wir hier auch. Ja, allerdings im Moment nur Masken. Ich weiß nicht, ob man später auch komplette Outfits hier bekommen kann. Ich gehe jetzt mal stark von aus. Spielersymbole können wir uns dann hier zu Gemüte führen. Hier haben wir noch ein paar Hintergründe, die wir dann wechseln können. Auch sehr nett. Die müssen wir natürlich alle freispielen. Sprachzeilen. Jawohl, da freut er sich. Menümusik, Hinweise, ja, nicht sonderlich viel. Also bis auf Masken ist so optisch eigentlich nicht viel am Start, aber wie gesagt, vielleicht kommt da noch ein paar Sachen. Das Ding kostet übrigens gerade knapp 20 Euro, es ist im Angebot. Normalerweise kostet es 25 Tacken und ja, upgraden kann man hier auch ein bisschen was. Perk-Upgrades hat man dann hier. So, Trank der Hast, zügiger Tod, kann man sich dann dazu kaufen. Wunde hat man hier auch. Ich weiß gar nicht, was das ist, ehrlich gesagt. Das ist, glaube ich, so eine Art Talentdinger, ne? Ja, kann man machen. Also für Auswahl ist gesorgt. Das, ich weiß nicht, ob das so Gottheiten sind hier. Tyrannis, Drache, Bridget. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, das ist meine erste Runde hier. Hier haben wir auch noch ein paar Levels, die man erklimmen kann. Und es gibt auch einen Battle Pass, glaube ich. Der nennt sich Scare Pass. Ja. So, wobei, das ist gar kein Battle Pass hier, ne? Doch, das ist ein Battle Pass. Das ist schon ein Battle Pass hier. Der ist aber so ein bisschen gekoppelt. So. Mit dem Levelbereich. Verfluchte Lande. Okay. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, einmal kurz das Menü rübergegangen und wir werden einfach jetzt mal hier Spiel starten. Privat Spielersuche gibt es noch nicht. Man kann hier nur einen Solo-Spieler stellen. Das machen wir direkt und das ist das, was ich meine hier. Also verfluchte Lande von Lavernok. Also hier, glaube ich, mit dem Level, das ist das erste Level, ist auch, so wie das aussieht, der Battle Pass gekoppelt. Vielleicht gibt es dann einen anderen Battle Pass, wenn man das nächste Level erklimmt hat. Sieht zumindest so aus, ne? Man sieht hier, gehen wir nochmal zurück, Scare Pass. Und hier haben wir halt diese verschiedenen Gebiete. So, kann natürlich sein, muss aber nicht sein. Man weiß es nicht, man munkelt. Wir spielen Solo rein, ab geht die Luzi. Das Ganze machen wir mal auf einfach. Und ja, genug gesammelt. Wir werden jetzt ein bisschen ballern. Ich habe das Level auch noch nicht geschafft. Ich war zwar beim Endboss. So, und hier sehen wir schon ein paar kleine Minirugeln. Das gefällt mir nicht so gut. Aber für eine Spielvorstellung reicht das erstmal. Hier haben wir dann einen Automaten. Hier können wir dann Marken uns holen. Ja, ich glaube, wir müssen hier ein bisschen leiser machen. Das sind, glaube ich, Wiederbelebungsmarken, die wir hier haben. Und dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Munition nachzutanken. Bei dem Eumel hier. Nahkampfattacken haben wir auch. Können uns heilen mit E. Haben auch hier
so einen Molotow-Cocktail. Den verschwende ich. Wollte ich den verschwenden? Komm, ich verschwende ihn. Den brauchen wir für den Boss. Können wir auch machen. Und es kommen halt immer neue Gegnerwellen. Neues Wunder. Guck mal, das war das. Also diese Talentdinger. Wir nehmen mal dieses Wunder. Und dann haben wir unseren Schaden ein bisschen erhöht. So, irgendwann gibt es ja auch einen Ausgang. Wo war denn der eigentlich? Hier war er nachher, wenn es denn soweit ist. Hier haben wir die Möglichkeit, unser Schwierigkeitsgrad... Das können wir vielleicht jetzt mal machen für das Video, oder? Warte mal. Wir holen uns noch die Gegnerwelle hier. Aber das ist ein nettes Feature. Ich glaube, das zeige ich mal ganz kurz. Das Metzel macht schon Laune. Das Metzel macht definitiv Laune. Obwohl die Ruckler halt da sind. So, und hier haben wir halt dieses Feature, was ich sehr geil fand vorhin. Man aktiviert dieses Schild hier. Und dann heißt es, du bist nicht würdig. Da wird der Schwierigkeitsgrad verringert. Und wir werden hier ausgelacht von diesem komischen Clown-Polizisten. Können den Schwierigkeitsgrad auch jederzeit erhöhen, so wie das hier aussieht. Aber fürs Video machen wir es mal so. So, wir können hier nochmal an die Münzen. Haben wir aber nicht. Wir brauchen mehr Marken. Aber dafür können wir vielleicht ein bisschen Munition tanken. Warte mal. Das müssen wir am besten gleich machen. So. Wir haben wieder ein paar neue Patronen gekriegt hier. Hui. An und für sich spielt sich das Ding gar nicht mal schlecht. Bis auf diese kleinen verdammten Ruckler. Ich weiß nicht, warum das so unrund läuft. Also spielen wir in der 1080er Ti. Bis jetzt laufen alle Spiele wunderbar. Selbst Dragon's Dogma 2, das neue. Prozessor 7700er. i7. Müsste eigentlich auch passen. Wie gesagt, vielleicht ist diese Demo noch nicht super mega optimiert. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Aber hier kann man neue Waffen sich holen, wa? Was habe ich vorhin gar nicht gemacht. So eine alte Zweite Weltkrieg-Flinte hier. Ah, mit ordentlich Schuss. Da kommt doch Freude auf. Ah, da fallen sie wie die Fliegen. Ist natürlich ein einfacher Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, das könnte im Koop richtig Bock machen. Man müsste natürlich mal gucken. Das ist jetzt Level 1. Wie weitläufig die anderen Level sind. Weil wenn das sind kleine Abschnitte sind, finde ich das nicht so toll, ehrlich gesagt. Aber schreibt auch das gerne in die Kommentare, wenn ihr da mehr Erfahrung habt. Ich glaube, wahrscheinlich müsste irgendwann der Boss kommen. Oh, das ist er sogar. Das Ding macht aber auch gut Schaden jetzt hier. Na, vorhin habe ich auf normal gespielt, den ersten Durchgang. Und da war da natürlich ein bisschen schwieriger zu knacken. So, nachladen. Maximale Munition. So, und ich meine, dass jetzt vielleicht an die Tür aufgeht. Neue Aufgabe, Story-Mission. Okay. Ah, die Ruckler sind echt kacke. So, wir können theoretisch auch jetzt durch die Türen gehen, aber ich würde gerne warten, bis ich hier alle platt mache. Neuer Wunderpunkt. Ja, Crit-Chance ein bisschen erhöhen. So. Und vorhin bin ich zum Beispiel da reingelaufen, glaube ich. Das weiß ich gar nicht, ob jetzt eine neue Gegnerwelle kommt oder ob ich mir jetzt direkt eine Tür aussuchen muss. Derweil hole ich mir ein bisschen Munition. Das ist so ein Ding um Kameraden, glaube ich. Achso, die toten Spieler wiederzubeleben. So war das. Also eine Lebensmarke habe ich. Wenn ich einmal abkratze, kann ich mich wiederbeleben.
Und hier sehen wir tatsächlich, die Gegnerwellen kommen weiter. Oh, jetzt ein bisschen sauer, der Kerl. Der spaltet ein bisschen Feuer. Wie bei Iron Man 3. So, wir werden aber nichts dem Zufall überlassen. Wir werden jetzt durch das Tor jetzt gehen hier. Wir müssen eh die Kirche verlassen. Ich glaube, das war unnötig. Neue Aufgabe, Story-Mission. So. Und hier sind wir natürlich... Okay, haben wir hier eine Karte? Glaube ich, haben wir nicht, ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß diese Abschnitte jetzt sind. Das könnte so eine Art Safehouse sein hier. Oder? Oh, können wir wieder zumachen? Nee, doch kein Safehouse. Hauptsache, da kommt keiner von hinten. Okay, hier ist ordentlich was los. Wir machen jetzt aber Folgendes, wir beenden das Ding, weil das Ruckeln geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger. Das will ich auch nicht zumuten, Freunde, aber ich hoffe, euch hat dieser kleine Ersteindruck von diesem gar nicht mal so schlechten Spiel gefallen. Scare Ritual, Demo-Version. Ich muss mal gucken, ich muss mir mal ein paar Rezensionen auf Steam durchlesen, was die anderen Gamer so sagen. Weil für 20 Tacken kann man sich das schon kaufen, aber... Ich habe die Befürchtung, dass es dann immer noch nicht läuft bei mir. Also ich glaube nicht, dass es an meinem Setup liegt, an meiner Hardware. Ich glaube das eher nicht. Wie gesagt, aktuelle Spiele wie Dragon's Dogma 2 laufen auch butterweich. Entweder liegt es an der Demo oder es ist irgendwie ein anderes Problem, was ich nicht irgendwie gesehen habe, übersehen habe. Also die Grafik ist eigentlich... Ich habe sogar auf 30 Frames probiert zu spielen. Es läuft halt nicht so flüssig. Ja. Trotz alledem hoffe ich, dass euch dieser Ersteindruck von Scare Ritual gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich gerne über ein Like freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr neu dazugekommen seid. Bei mir gibt es immer Games aller Art, je nach Lust und Laune. Einen kleinen Leckerbissen habe ich noch in Vorbereitung. Das werde ich wahrscheinlich die nächsten Tage machen. In der letzten Zeit war ich ein bisschen damit beschäftigt, mein Stream-Setup zu optimieren. Schaut auch gerne auf meinem Twitch-Channel vorbei, folgt mir da gerne. Werde ich auch nachher verlinken. Und ja, ich würde sagen, checkt das aus. Sergeant Gushy ist raus. Bye-bye, bis zum nächsten Mal.